zur heutigen Veranstaltung, die sich wieder einmal um das Thema Nahostkonflikt dreht und ein bisschen genauer auch um die Verantwortung der Deutschen, die in diesem Zusammenhang ja auch immer beschworen wird. Mir ist es bei diesem gesamten Konflikt oder wie man das hier verarbeitet, sind zwei Sachen besonders wichtig. A, dass man hier auch Leute hat und Leute hört, die sozusagen aus der Basisbewegung kommen, die in der Region leben und sich aktiv für den Frieden und ein Ende der Besatzung einsetzen. Weil die Erfahrung machen wir ja oft, wenn sich große Politiker einer Sache annehmen, dass man eigentlich nicht so besonders viel von denen erwarten kann. Wir waren gestern Abend schon in Gräfenberg und da lag das auf der Hand, ne, mal zu überlegen, was ist denn eigentlich passiert, wenn die großen Politiker ein Verbot der NPD fordern? Oder was ist passiert, wenn die großen Politiker ein Verbot der Nazi-Aufmärsche fordern? Da muss man recht lange warten, bis überhaupt etwas geschieht. Und geschehen tut eigentlich nur was, wenn die Leute selber das in die Hand nehmen. Und das ist natürlich auch im Nahostkonflikt nicht anders. Ihr kennt das alle. Wenn man die Nachrichten einstellt, dann ist davon die Rede, dass jetzt der Friedensprozess wieder anfängt oder ein kleines Zeitfenster da ist für den Friedensprozess. Und darauf, dass sich wirklich was ändert, also entscheidend ändert in Richtung Frieden, in die andere Richtung ändert sich immer was, da warten dann die betroffenen Leute ziemlich vergeblich drauf. Also das ist der Grund, sage ich einmal, warum das so wichtig ist, Gäste immer wieder hier zu haben, die auch direkt vor Ort und von ihren Erfahrungen und aus ihrer Sicht beschreiben, was dort los ist. So, heute Abend begrüße ich den Yahav Zohar. Der aus Jerusalem kommt. Das wissen vielleicht die meisten aus der Presse. Das ist im Moment so ein Hotspot, sagt man auf gut Deutsch, dieser ganzen Auseinandersetzung, weil da ziemlich viele Leute aus ihren Häusern vertrieben werden in verschiedenen Stadtteilen. Die Häuser werden dann zum Teil abgerissen oder von Siedlern besetzt. Also eigentlich im Moment der wichtigste Konfliktpunkt. Und ich werde jetzt versuchen, den Vortrag zu übersetzen, so gut es geht. Und wenn ich dann müde werde und nicht mehr kann, dann hoffe ich, dass der Larry dann für mich einspringt, der das gestern Abend auch schon ganz hervorragend gemacht hat. Und jetzt wünsche ich einfach einen, sehr aufschlussreichen, vielleicht auch hier und da Widerspruch auslösenden Vortrag. Ich denke auch, dass die notwendige Offenheit, mit der der Yahav die Sachen jetzt darbringen wird, den Geschehnissen dort, wenn man zum Beispiel zurückdenkt an den Gaza-Krieg vor einem guten Jahr, also den Geschehnissen dort auf jeden Fall auch gerecht wird. So, dann wünsche ich euch einen spannenden Abend mit dem Yahav. It's okay if I don't use the microphone. People in the back can hear me. Yeah? Yeah. Okay. I will speak in English. I don't speak German. I've come here to Germany and to here to Nuremberg today to talk to you about the political and human rights situation in Israel-Palestine and about Germany's involvement in that situation. Also ich bin nach Deutschland und heute Abend nach Nürnberg gekommen, um mit euch über die politische Situation und die Situation der Menschenrechte zu sprechen und wie Deutschland darin verflochten ist. Before I get to the German involvement, a little bit of history and background about the situation. Bevor ich also zu der Sache mit Deutschland komme, möchte ich ein bisschen was zur Geschichte erzählen.
So behind me is a map, a map of a country which has two names. It's called Israel and it's called Palestine. It's the same place. And it's divided here in two colors in borders that were created in two wars. Also hinter mir ist die Landkarte eines Landes, das zwei Namen hat, Israel und Palästina, aber es ist eigentlich ein Ort. Und auf der Karte sieht man, dass das Gebiet in zwei Farben unterteilt ist, in Gelb und Blau. The bigger part in the lighter color is the part that became the state of Israel in the 1948 war. Der größere Teil, der hier hellgelb ist, ist der Teil, der später zum Staat Israel geworden ist im Jahre 1948. In the 1948 war, Israel was founded. Also in the 1948 war, most of the Palestinian people, 750,000 of them, became refugees from this area which became the state of Israel. 1948 wurde nicht nur der israelische Staat gegründet, sondern 750,000 Palästinenser wurden genau in diesem Gebiet zu Flüchtlingen. At the end of the war, Israel closed the borders, saying nobody who left during the war may come back. Said the property of the refugees is now the property of the state. That was actually most of the land. And this way was able to declare a state on almost 80% of the land with a big majority of Jews inside it. Am Ende des Krieges wurden die Grenzen geschlossen. Das hieß also, alle Leute, die geflüchtet sind, konnten nicht mehr zurück. Und das Eigentum dieser Menschen ging in Staatsbesitz über. Das war once again, the 80%? Almost 80% of the country and a large majority of Jews. Also das war dann das Gebiet, was ungefähr 80% des Landes umfasst hat und in der die Mehrheit jüdische Bevölkerung war. In 1967 was another war. And in this war, Israel conquered also the areas here in gray, the West Bank and the Gaza Strip. The big difference between the two wars was that in the 1967 war, the population was not moved. So Israel was at the end of the war with these territories, the West Bank and Gaza Strip, but also with many Palestinians living in them, some of them the original inhabitants, and some of them the refugees of the 1948 war. 1967 eroberte Israel dann die hier grau dargestellten Gebiete, also den Gazastreifen und das Westjordanland oder die Westbank, wie man das auch nennt. Und der große Unterschied zwischen diesen beiden Kriegen war, dass es 1967 keine Bewegung in der Ursprungsbevölkerung gegeben hat, also keine Flüchtlinge. Dass Israel jetzt eigentlich zwei Gebiete hatte, in der überwiegend Palästinenser lebten. So, the problem that Israel faced at the end of the 1967 war, and which actually it's still facing today, is basically what to do with land that we want, especially the West Bank, and people that we don't want. The people living in these territories. What does the state do when it has territory that it wants with people that it doesn't want? Es ergab sich für Israel das Problem, und das ist auch heute noch das Hauptproblem, dass man jetzt Land hatte, was man wollte, mit Menschen drin, die man nicht wollte. So, there are two basic options. One, to leave the area that you conquered, or to annex it to the country and make those people citizens. Both these options Israel did not consider good. We don't want to leave it because the West Bank is historical, political, religious center of the country. It's strategically important.
We don't want to annex it because we don't want so many Palestinian citizens. We want to be a Jewish state. Es gibt eigentlich zwei grundlegende Optionen, was man in so einer Situation machen könnte. Entweder das besetzte Land verlassen und wieder den Menschen überlassen, oder die Menschen, die dort drin leben, zu Bewohnern machen, also das Land einfach zu annektieren. Und I lost the second part. We don't want to lose it because it's important strategically, historically, religiously. Okay. Also Israel möchte dieses Land aber eigentlich nicht verlassen, möchte das behalten, weil das wirtschaftlich, strategisch, aus religiösen Gründen einfach wichtig ist. And we don't want to annex it because then we won't be a Jewish state anymore. Okay, und sie möchten es auch nicht annektieren und die Menschen eben zu Staatsbürgern machen, weil Israel dann einfach nicht mehr ein jüdischer Staat ist. So the decision was not to decide. Neither to leave this territory nor to make it a part of the country, but to say temporarily the army holds on to it, controls it not as a part of the state but as what we call a held territory, until nobody ever finishes this sentence, until we think of something better. Also die Entscheidung, die getroffen wurde, war nichts zu entscheiden. Weil man weder das Land verlassen wollte, noch das Land zu einem Teil des Staates machen wollte. Ja. So, the West Bank and Gaza Strip were put under military government. The military government lasted a long time. Israeli citizens started to move in to these held territories and set up towns and villages in them, creating a situation where inside these territories were some people living with Israeli citizenship, subject to Israeli law, with all the rights of citizens of a state, and all around them were living Palestinians under military law with no rights. Es wurde dann eine Militärregierung in dem Gebiet eingerichtet. Und es gab immer mehr Israelis, die in dieses Gebiet gezogen sind, dann also in den Siedlungen sich angesiedelt haben. Und es gab dann eigentlich eine recht paradoxe Situation, dass nämlich da Israelis gelebt haben, eigentlich mit vollen Staatsbürgerrechten und direkt nebenan Leute, die Mehrheit der Leute, die eigentlich überhaupt keine Rechte hatten. So one way to call a situation like this is a paradox. Another way is apartheid. The situation where in the same land two people are living under a different system of law with different rights. Also die Situation kann man entweder paradox nennen oder schlichtweg Apartheid, wenn in einem Land, in einem Gebiet praktisch zwei Arten von Menschen leben, die einen die volle Rechte haben und die anderen die überhaupt keine Rechte haben. There were pressures on Israel to end this situation, both diplomatic pressure from the outside, saying this is a violation of international law, and also the internal resistance of the Palestinians, which erupted very strongly in 1987 in the First Intifada. Es entstand in der Folgezeit ein erheblicher Druck auf Israel, einmal diplomatischer Art, indem andere Staaten halt gesagt haben, das ist eine Verletzung des Menschenrechts, und vor allem auch ein interner Widerstand der Palästinenser, der vor allem sehr stark war mit dem Ausbruch der ersten Intifada 1987. These two things together, the external diplomatic pressure and the Intifada from inside, led the Israeli government to start a series of meetings with representatives of the PLO and in 1993 sign the Oslo Accords. Diese zwei Seiten des Widerstandes, also der internationale Druck und die Intifada, führten dazu, dass die israelische Regierung ganz ernsthaft Treffen teilnahm mit der PLO
die 1993 dazu führten, dass diese Oslo-Verträge abgeschlossen wurden. Now, the problem was they couldn't agree about what kind of state the Palestinians would get, what would be the borders, how the water resources would be shared, what would happen with the refugees of the 1948 war. So basically, the Oslo Accords were Israel, together with Yasser Arafat and others, deciding not to decide. Also hier war auch wieder die Situation, dass eigentlich entschieden wurde, erst einmal nichts zu entscheiden, weil die israelische Regierung und auch der Vertreter der PLO, der Arafat, überhaupt keine Entscheidung darüber getroffen hatten, welcher Art überhaupt dieser Palästinenserstaat sein sollte, was mit den Flüchtlingen passieren sollte, was zum Beispiel das Recht des Wassers betraf und noch verschiedene andere Sachen, wurde also keine Entscheidung getroffen. So, they created a temporary situation where they made a partial Palestinian autonomy in some parts of the occupied territories. And I will show you now a map just of the West Bank, how it is divided in the Oslo Accords. Sie haben dann eine vorübergehende Lösung gefunden, dass nämlich nur ganz partiell, also in einigen Gebieten, die Autonomiebehörde eigentlich regieren sollte, was eben dazu geführt hat, so wie man das auf der Karte sieht, dass die Westbank, ja, manche sagen wie ein Schweizer Käse, das hat er jetzt nicht gesagt, zerstückelt wurde in viele kleine Gebiete. The brown islands are the Palestinian autonomy. The yellow islands are something in between, where the Israeli army still is, but the Palestinian Authority has some authority. And most of the West Bank, the sea around the islands, remains under full Israeli military government. Also die braunen Flecken, das ist da, wo die Autonomiebehörde weitgehend die Macht ausübt. Das sind im Wesentlichen die großen Städte. Diese gelben Flecken, das sind so Mischgebiete, wo es Militärrecht gibt, aber die palästinensische Autonomiebehörde doch das eine oder andere entscheiden kann. Und der große See außenrum, das Blaue, der große See zwischen den Inseln, das ist dieses Autonomiegebiet der Zone C, in der es einfach nur das israelische Militärrecht gibt. And the blue dots inside the Israeli military government, those are the Israeli settlements. Die blauen Punkte sind die israelischen Siedlungen. The idea was that this was temporary and the islands would slowly grow and be connected to each other to sometime form a Palestinian state. Die Idee war, dass diese braunen Inseln, die palästinensischen Inseln, eigentlich wachsen sollten mit der Zeit, sich dann irgendwann miteinander verbinden und dann die Grundlage für einen Palästinenserstaat sein sollten. But the first thing that the Israeli government did following the Oslo Accords is to build a big system of highways that go between and around the islands of Palestinian autonomy, connecting the settlements to each other and to Israel. You can see them here on this map in black. Also das Erste, was die israelische Regierung nach den Oslo-Verhandlungen aber getan hat, ist, diese Straßen zu bauen, die also Israel mit den Siedlungen verbunden haben, im Wesentlichen aber vor allem die Palästinensergebiete voneinander abgetrennt haben, weil im Normalfall ist es verboten, mit einem Auto oder Esel oder zu Fuß diese Straßen zu überqueren. And also they started to build this system of checkpoints, which are here the red triangles, and you can see these military checkpoints are not between Israel and the West Bank, but between the different islands of Palestinian autonomy, so that movement from place to place, from town to town, inside the West Bank is going through Israeli military control. Das Zweite war dann, dass diese Checkpoints installiert wurden, die eben nicht Checkpoints sind zwischen dem Staatsgebiet von Israel und der West Bank, sondern eigentlich mittendrin sind in der West Bank.
und den Sinn haben, eigentlich die Bewegungsfreiheit zwischen den Städten und den kleinen Dörfern zu unterbinden oder zu erschweren. The biggest concentration of checkpoints here is separating the capital of the West Bank, East Jerusalem, from the rest of the West Bank. Also die größte Häufung dieser Checkpoints sieht man hier auf der östlichen Seite von Jerusalem, die die Hauptstadt des Westjordanlandes, Ost-Jerusalem, eigentlich von dem Hinterland abtrennen dann. Also, in the years following Oslo, between 93 and 2000, the Israeli government doubled the number of Israeli settlers living in the West Bank, from 200,000 to 400,000. Außerdem erhöhte sich die Zahl der Siedler in der Westbank von 1993, also der Zeit des Oslo-Friedensabkommens, bis 2000 um das Doppelte, von 200.000 auf 400.000. These things made many people start thinking that the Israeli government in the Oslo Accords did not intend to leave the West Bank, but rather to set up a new system for controlling it. Das führte dazu, dass viele Leute sich gedacht haben, die Oslo-Friedensverhandlungen waren nicht dazu da gedacht, dass Israel die Westbank verlässt, sondern im Gegensatz dazu halt seine Anwesenheit dort eigentlich bekräftigt noch einmal. This is what led to the formation of the organization that I am representing here, the Israeli Committee Against House Demolitions, which said, this is not a peace process. In fact, Israel is here continuing not to choose, and Israel must make a choice to either leave the West Bank and Gaza Strip and make a two-state solution, or to, if it continues to control them, give citizenship to the people that it is controlling, what we call the one-state solution. Die Situation führte dann zur Gründung solcher Organisationen wie der Yahav Vertritt, dem israelischen Komitee gegen die Hauszerstörung, weil sie dann eigentlich erkannt haben, dass Israel da kein Interesse hat, die Westbank zu verlassen, und sich eigentlich gedacht haben, dass man Israel irgendwie dazu bringen muss, die Regierung, also entweder die Gebiete zu verlassen, um dann eine Zwei-Staaten-Lösung dort durchzuführen, dass die Palästinenser also ihren eigenen Staat haben, oder aber die Gebiete tatsächlich zu annektieren und den Palästinensern volle Bürgerrechte zu geben. Und das wäre dann halt die Ein-Staaten-Lösung. But the Israeli government preferred not to choose. And in the year 2000, said to the Palestinians in the Camp David negotiations, now we will make you a final offer for a state. Take it or leave it. Our best offer. One thing, we won't talk to you at all about the 1948 refugees. East Jerusalem. No, they did talk about it, but we won't talk at all about the 1948 refugees. And we will give you a state in the West Bank and Gaza, everywhere except the settlement blocks, areas where we already have so many settlers, it's hard for us to move them. Israel entschied sich nicht zu entscheiden für eine der zwei Möglichkeiten, und das Ganze gipfelte dann im Jahr 2000 in diesem Camp David Abkommen. Als Israel gesagt hat, also jetzt ist wirklich das letzte Angebot, das wir hier machen, und jetzt habt ihr die Chance, das anzunehmen oder es einfach zu lassen. Und zwar werden wir über die Frage der Flüchtlinge von 48 reden. Wir werden darüber reden, dass ihr einen Staat in der Westbank bekommt. Allerdings werden wir von diesem Staat das Gebiet der Siedlung ausnehmen wollen. Ehud Barak, the Israeli Prime Minister who made this offer in the year 2000, never presented a map of his offer, but he did describe the settlement blocks that he wants to keep, and according to this, we made this map, painting his settlement blocks in pink.
Also Barak, der als Premierminister damals die Verhandlung da in Camp David geführt hat, hat bei dieser Geschichte, dass er die Siedlung ausnehmen wollte, nie eine Karte gezeigt, wie das dann genau aussehen soll, sondern hat es einfach nur beschrieben. Und das Map ist vom ICAT. Yes. Und die Leute vom ICAT haben dann eben diese Karte gemacht und nach diesen Beschreibungen auf der Karte hier das gezeigt, und das sind dann die Gebiete, die in rosa dargestellt sind. What you can see on this map is it's not blocks but lines that Ehud Barak wanted to keep. You can see one line here. One line here along the Jordan Valley, controlling the only border the West Bank has that is not with Israel. So in this offer, Israel would control all the borders of the Palestinian state. Auf der Karte sieht man, dass es hier nicht um so isolierte Blöcke geht, die ausgenommen werden sollten, sondern eigentlich sind das richtige Schneisen, die da reingeschlagen werden in das Palästinensergebiet, zum Beispiel da im Jordantal, ganz im Osten, auf der rechten Seite. Das ist halt die einzige Grenze für die Palästinenser nach Jordanien rüber, die sie nicht mit Israel verbindet. Another line down the middle of the West Bank. So all movement between North and South West Bank is going through an Israeli-controlled area. Also die zweite Schneise ist eigentlich ziemlich genau in der Mitte des Westjordanlandes, Male Adumim heißt diese Siedlung dort. Und da sieht man ganz klar, dass diese Schneise dazu da ist, die Bewegungsfreiheit vom Süden des Westjordanlandes in den Norden eigentlich völlig zu unterbinden. Together with the settlement block south of Jerusalem, this also separates East Jerusalem from the rest of the West Bank, meaning moving to the capital through an Israeli-controlled area. Zusammen mit den Siedlungen im Süden von Jerusalem hat dieser Siedlungsblock auch die Aufgabe, Ost-Jerusalem völlig von dem Hinterland abzuschneiden, wobei ja Ost-Jerusalem eben die Hauptstadt und das Zentrum der Palästinenser ist. And here in the western West Bank is settlement block on the mountain aquifer, the underground water that the Palestinians could drill to reach to supply water for the West Bank. Und hier im Westen, da ist diese Siedlerschneise eben auf den unterirdischen Wasserreservoirs, die es da gibt, den Aquiferen, um zu verhindern, dass die Palästinenser halt das Wasser dort nutzen können. So the offer is, final offer, a state where you control everything except your airspace, your borders, your capital, the movement between the different parts and the water resources. Final offer, take it or leave it. Also das letzte großzügige Angebot, was der Barak dann in Camp David eigentlich gemacht hat, war, die Palästinenser bekommen einen eigenen Staat, aber sie können weder den Luftraum über ihrem Staat kontrollieren, noch die Grenzen ihres Staates kontrollieren. Sie können ihre Hauptstadt nicht kontrollieren und sie haben keine Verfügungsgewalt über das Wasser in ihrem Land. When the Camp David negotiations failed, there broke out a second intifada. Palestinians said, we can't settle for this, Israel won't offer more, we must go back to resistance. Als klar war, dass das Camp David Abkommen scheitert, begann halt die zweite Intifada, weil die Palästinenser gesagt haben, also das ist kein großzügiges Angebot, unter diesen Bedingungen gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, Widerstand dagegen zu leisten. Israel retaliated to the second Intifada with huge military force. So at the same time that Palestinian attacks killed some 1,000 Israelis, mostly civilians, the Israeli army destroyed the road infrastructure, the water infrastructure, the electricity infrastructure of the West Bank and Gaza, and killed more than 3,000 Palestinians, most of them civilians. Auf die zweite Intifada reagierte Israel mit ziemlich gewaltigen Militäreinsatz, und in der gleichen Zeit, wo durch die
Intifada auf israelischer Seite ungefähr 1000 Menschen starben, starben auf palästinensischer Seite 3000 und dazu wurde die gesamte Infrastruktur, also die Straßen, Elektrizität und Wasser zerstört. Also during the second Intifada, Israel began the construction of its separation barrier, which is here on this map painted in black. You can see it's a very complicated line, but basically it's doing the same thing that Ehud Barak said in Camp David, separating the water resources, separating East Jerusalem, separating the Jordan Valley. It's a lot like Ehud Barak's generous offer, but less generous. Zur gleichen Zeit begann Israel mit dem Mauerbau. Das ist die Linie, die hier auf der Karte in Schwarz dargestellt ist. Das ist eine sehr komplizierte Linie, wo man ein bisschen braucht, um den Verlauf da auch zu erkennen. Aber im Wesentlichen ist es so, dass Israel damit dieses großzügige Angebot von Barak, was er auf Camp David gemacht hat, eigentlich umgesetzt wird. Was natürlich, wie man das sieht, weniger großzügig ist. Perhaps the biggest difference between the first and second Intifada was in Israel's diplomatic success during the second Intifada, where it in fact got the diplomatic backing of the European Union and the United States in its attacks on the Palestinian cities, in its construction of the separation wall, saying, also, we made them the most generous offer we can, and they refused. And also, this is part of a global problem of Islamic terrorism. We're fighting irrational people, there is no talking to them. And what we are doing here is all self-defense. And the countries of the West in general supported this move. Der vielleicht größte Unterschied zwischen der ersten und zweiten Intifada liegt darin, dass die diplomatische Akzeptanz der Reaktion von Israel, vor allem in den USA und in der EU, jetzt wesentlich größer war. Israel hat also immer gesagt, wir haben hier ein großzügiges Angebot gemacht, aber die Palästinenser haben es abgelehnt, was hier genau, das war die eine Seite, und auf der anderen Seite war halt, dass die Bekämpfung der Intifada auch in dem ganzen Zusammenhang zu sehen war, im Kampf gegen den islamischen Terrorismus. Und da konnte dann Israel auch nochmal ganz überzeugend darlegen, dass die ganzen Aktionen eigentlich zur Selbstverteidigung da waren. And this diplomatic and military success allowed Israel to successfully crush the Second Intifada and end it without any achievement for the Palestinians. Ja, diese diplomatischen und militärischen Erfolge von Israel führten dann eigentlich dazu, dass sie die Intifada, den Aufstand der Palästinenser, besiegen konnten, ohne dass wirklich die Palästinenser irgendwas daraus gewonnen hätten. Yasser Arafat died under siege in his office in Ramallah, and in his place was installed Mahmoud Abbas, a new head for the Palestinian Authority, who said, now we cooperate with Israel. No more resistance. We don't want to get bombed anymore. We do whatever Israel says. Yasser Arafat starb unter Belagerung in seinem Hauptquartier und wurde dann ersetzt durch Mahmoud Abbas, der eigentlich sagte, wir wollen jetzt nicht mehr zerbombt werden. Wir arbeiten jetzt mit Israel zusammen. Hauptsache diese Bombardierung des Gebiets und der Menschen hört auf. And so in the West Bank we are still in this situation.
islands of Palestinian autonomy, which now the Israeli army moves in and out of freely, arresting whoever it wants. And in between them, a huge network of Israeli-only roads and a system of checkpoints that controls the movement of the people and the goods from place to place, makes movement very difficult, trade very difficult. And Israel continues also to control all the water resources and share them out very unevenly. Deshalb haben wir in der Westbank jetzt immer noch die Situation, dass das Autonomiegebiet aus kleinen Inseln besteht, wo die israelische Armee immer wieder reinkommt, verhaftet, wen sie will. Dass es zwischen diesen Inseln die Straßen gibt, die ausschließlich für Israelis sind. Dann das ganze System der Checkpoints, was dann alles unterm Strich die Bewegungsfreiheit der Palästinenser, den Handel, also alles Mögliche in dem Land einschränkt. Israel was happy with this situation. The Palestinians living there were less happy with this situation. And so in the elections of 2006 within the Palestinian Authority, Hamas, the Islamic Resistance Movement, won most of the seats in the parliament. Israel ist mit dieser Situation sehr glücklich gewesen, die Palästinenser verständlicherweise weniger. Und das führte dann dazu, dass bei den Wahlen 2006 zum palästinensischen Parlament die Hamas die meisten Sitze gewonnen hat. Israel reacted to the results of these elections by going in with its army massively into the West Bank and arresting almost all the elected parliament members. Israel hat so reagiert, dass sie dann mit Militär in die Westbank einmarschiert sind und dann die meisten der Parlamentarier verhaftet hat. And so the former government, which cooperates with Israel, was able to stay governing until this day without an election in the West Bank. Once again, please. The former government, yeah. That wasn't elected, yeah. Now was able to maintain control of the West Bank with this Israeli support of arresting all the Hamas parliament members. Das führte dann dazu, dass die vorherige Regierung, die jetzt eigentlich nicht mehr gewählt war, in der Lage war, halt ihre Macht in dem Palästinensergebiet auszuüben. Meanwhile, in the Gaza Strip, Hamas decided to take over by force, to kick out the former government and take over and make its own government in the Gaza Strip. In der Zwischenzeit hat die Hamas in Gaza entschieden, mit Gewalt sich als Regierung durchzusetzen. Also auch da ist sie ja mit Mehrheit gewählt worden und haben dann mit Gewalt die Leute der Fatah weggetrieben. Israel reacted to this by putting the Gaza Strip under a complete siege, both in sea and on land, and saying into the Gaza Strip will come now only what people need to survive, basic food, some fuel for the power station. Nothing else will come in until Hamas resigns or decides to cooperate with Israel. Israel hat darauf reagiert mit der totalen Belagerung des Gazastreifens zu Land und zu See und erlaubte dann eigentlich nur noch die Einfuhr in den Gazastreifen von wirklich Grundnahrungsmitteln und ein bisschen Treibstoff für die Energieerzeugung. Into the Gaza Strip is not allowed filters for the water, so people are drinking very polluted water. Machines of any kind, including machines for hospitals, so there's a lot of trouble with medical treatment, building materials to build new houses. Only some food is allowed in, so the people survive with polluted water and bad conditions. Es ist nicht erlaubt, zum Beispiel Filter einzuführen, was dazu führt, dass in der Wasserversorgung die Leute gezwungen sind, verunreinigtes Wasser zu trinken. Sämtliche Maschinen sind verboten, dort einzuführen, was vor allem im Gesundheitswesen dazu führt, dass viele Leute keine entsprechende medizinische Behandlung bekommen. Und es ist auch jegliches Baumaterial, Einfuhr von Baumaterial in den Gazastreifen verboten.
So now this is the situation. The Gaza Strip is under a siege. Sometimes it gets bombed, sometimes more, sometimes less. The West Bank has this cooperative, unelected, very corrupt government ruling these islands, and in between them is an Israeli sort of half siege. Sometimes you can pass, sometimes you can't, some things can pass, some things cannot. Die Situation ist also, dass Gaza unter völliger Belagerung steht. Manchmal fallen dann auf das Land und die Menschen dort auch Bomben, manchmal mehr, manchmal weniger. In der Westbank ist es so, dass die eigentlich unter halber Belagerung steht. Manchmal kann man sich bewegen, manchmal nicht. Und dass eben die für Israel sehr kooperative und eigentlich aber korrupte alte Regierung dort weit über das Land regiert. So, this is a situation we are in today. Now is the question I came here to talk to you about. How is Germany involved in this? Also in dieser Situation stehen wir heute und ich bin jetzt gekommen und möchte mit euch darüber reden, wie Deutschland in diese ganze Situation eingezogen ist. So, the answer is in many ways. One way is funding, money. The German Ministry for Development gives money. The most money that it gives per capita, per person, is to the Palestinian Authority. But which Palestinian Authority is it funding? Not the elected one in Gaza, which it is boycotting, because it won't cooperate with Israel, but rather the unelected and very corrupt one, which is ruling these little islands and cooperating with Israel. Deutschland ist auf vielen Wegen in diesen Konflikt mit einbezogen, zum Beispiel durch die Vergabe von Spendengeldern, durch die Entwicklungshilfe. Palästina ist das Land, wo pro Kopf, pro Mensch die meiste Entwicklungshilfe hingeht, was aber natürlich an die Regierung und nicht an die Menschen geht. Und in dem Fall ist es sogar so, dass das noch nicht einmal an die eigentlich gewählte Regierung, was ja die Hamas-Regierung in Gaza zum Beispiel wäre, geht. Die wird boykottiert, sondern es geht an die eigentlich, das weiß jeder, sehr korrupte, alte Regierung im Westjordanland. Also, Germany is sending Israel weapons. You know about the U-boats, also other warships, also tank motors, tank gearboxes, stabilizing mechanisms so tanks can shoot while they're driving. Night vision systems, so F-16s can bomb in the night, and other ingredients of weapons. Deutschland liefert auch Waffen an Israel. Ihr habt bestimmt von den U-Booten gehört. Deutschland liefert auch andere Kriegsschiffe, Panzer, andere Waffen und Geräte, zum Beispiel auch Vorrichtungen zur Stabilisierung, dass Panzer während der Fahrt gezielt schießen können oder auch Nachtsichtgeräte für die F-16 Kampfjets. Also, Israel does a lot of business with the European Union. The European Union is Israel's biggest trade partner and Germany within the European Union. And so, in fact, also Germany is supporting Israel economically in a special deal where the EU trades with Israel as if, or almost as if, Israel was a member of the EU. Außerdem macht Israel sehr viele Geschäfte mit der EU und Deutschland ist natürlich in der EU. Die EU ist Israels größter Geschäftspartner und außerdem gibt es eine Spezialvereinbarung, die halt besagt, dass Israel so behandelt wird wie ein EU-Mitglied. Now, before I came to you, I was also in Berlin speaking to some German politicians. And I said to them,
the trade agreement that Israel has with the EU has inside it a clause which says these relations shall be based on respect for human rights and democratic principles which must guide internal and international policy. Bevor ich hierher gekommen bin, hatte ich mit Politikern ein Gespräch in Berlin und ich habe ihnen hier, ich weiß jetzt nicht genau, was für ein Gesetz oder welche Vorschrift das ist, auf jeden Fall legt die EU da fest, dass alle Handelsbeziehungen, wirtschaftlichen Beziehungen auf der Basis und auf Einhaltung des Respekts der Menschenrechte und demokratischer Prinzipien stattfinden sollen. Und das muss ja, garantiert werden. So, how can Germany and the EU pretend that holding the elected parliament members in prison for 4 years now is a democratic principle? Or that holding 1.5 million people under siege, not allowing them clean water and proper medical treatment, is respect for human rights. Die Frage war also, wie passt das zusammen, dass man gewählte Abgeordnete jetzt seit 4 Jahren im Gefängnis hält, im israelischen Gefängnis hält? Ist das die Einhaltung von demokratischen Prinzipien oder wie ist das, wenn 1,5 Millionen Menschen unter Belagerung gehalten werden? Bedeutet das, dass man Respekt vor Einhaltung der Menschenrechte hat? Also, the German government itself made rules for the export of weapons from Germany. And those rules say that it's illegal to export weapons from Germany where they are used against civilians, where they are used in political repression, where they are used in violation of human rights, where they are used in internal conflict, where they are used in violation of international law. Außerdem hat die deutsche Regierung sich selber Gesetze gegeben, die besagen, dass der Export von Waffen verboten ist, wenn diese Waffen oder die Gefahr besteht, dass diese Waffen gegen Zivilisten eingesetzt werden, der Unterdrückung anderer Menschen dienen oder dass diese Waffen bei Menschenrechtsverletzungen eingesetzt werden oder in internen Konflikten. Ja, das war es, glaube ich, im Wesentlichen. Ne? Was heißen die beiden Abkürzungen? I don't know what the initials stand for. Das erste ist, glaube ich, das Kriegswaffenkontrollgesetz, kann das sein? Und das zweite? Außenwirtschaftsgesetz. Thank you. And this raises the question, did the German government not hear about the Gaza war, where German weapons were used in bombing the city of Gaza against the civilian population, for political repression, in violation of human rights, in violation of international law, in an internal conflict? How can they continue to approve the sending of weapons to Israel? Meine Frage war dann an die, ob dann die deutsche Regierung jetzt von diesem Gaza-Krieg überhaupt nichts gehört hatte, wo deutsche Waffen eingesetzt worden sind gegen Zivilisten zur politischen Unterdrückung der Palästinenser, wo ganz eindeutig das Menschenrecht verletzt wurde, wo die Waffen in einem internen Konflikt benutzt wurden und wo ganz deutlich internationales Recht gebrochen wurde. Wie kann also Deutschland in so einer Situation weiter Waffen an Israel liefern? And the answer you get, if you do get an answer, is to say Germany and Israel have a special relationship. Based on historical responsibility, Germany feels about the Jewish Holocaust. Die Antwort, die man bekommt, wenn man eine Antwort bekommt, heißt, dass Deutschland eine besondere Verantwortung für Israel hat, auf Grundlage der deutschen Geschichte. So we say, all right, it's a special relationship. Let's forget about international law, let's forget about human rights, let's forget about Germany's own laws and regulation.
and talk for a moment just about historical responsibility. Okay, dann reden wir jetzt über die besonderen Beziehungen, war dann seine Antwort. Dann vergessen wir einfach mal die Menschenrechte und das internationale Recht. Und reden einfach mal über die Verantwortung der Deutschen, die sich aufgrund ihrer eigenen Geschichte ergeben. Jews are traumatized. The behavior that we see here, a huge defensiveness, all the time, more walls, more checkpoints, unmanned aeroplanes, all these things, as if Palestinians are a real military threat to Israel. Okay, dann sagen wir, die Juden sind traumatisiert und sie haben ein außergewöhnlich hohes Bedürfnis nach Selbstverteidigung, das sich dann äußert durch Checkpoints und unbewaffnete Flugzeuge, die Drohnen also. Was dann ja im Gegenzug bedeutet, dass die... Bitte? Unbemannte, genau, die Drohnen. Ne? Was dann vor allem auch bedeutet, dass die Palästinenser eine wirklich ausgesprochen große militärische Gefahr für Israel sind. Actually, Israel has submarines and F-16s and atom bombs and an alliance of the United States military. And the Palestinians have none of these things. There is no way, and I'm sorry, no way that the Palestinians are about to conquer Tel Aviv. Why is Israel behaving as if they are such a huge threat? Also Israel hat aktuell U-Boote, F-16 Kampfbomber, die Atombombe und die Allianz, die Militärallianz mit den USA. Und auf der anderen Seite muss man sagen, dass es keine Möglichkeit gibt für die Palästinenser, tatsächlich Tel Aviv zu erobern. So, maybe this behavior has something to do with trauma. Maybe here is a place where historical responsibility is relevant. Vielleicht hat das dann wirklich was mit Trauma zu tun, wo historische Verantwortung wichtig ist, sie wahrzunehmen. Traumatized people don't become more friendly, open or trusting. In fact, children who are abused are more likely to be parents who abuse. Violence tends to move in cycles. Das ist so, dass traumatisierte Menschen eben wenig Vertrauen in andere haben und dass man ja auch die Erfahrung kennt, dass zum Beispiel Kinder, die Gewalt erfahren, auch wieder selber schlagen, dass also die Gewalt in einem, also häufig in einem Kreislauf sich einfach weiterdreht. So, maybe the best way to show responsibility towards a traumatized victim is not to give him a gun and say, do what you want to do, we look away. Also der beste Weg, Verantwortung zu zeigen, ist dann sicher nicht, so einem traumatisierten Menschen ein Gewehr in die Hand zu drücken und zu sagen, so hier ist der Gewehr und jetzt mach damit, was du willst, und dann dreht man sich um und guckt weg. Maybe a responsibility, if there is, should be in trying to promote a solution that provides real security for all the people of the country, not with walls and checkpoints and weapons, but with a political deal that allows all the people of the country human and civil rights. Verantwortung heißt in dieser Frage, dass man eigentlich wirkliche Lösungen findet und nicht solche Lösungen, die bedeuten Krieg und Checkpoints und Waffen, sondern eigentlich, dass man politische Lösungen findet, die es allen Menschen in dem Gebiet erlaubt, mit gleichen Rechten zu leben. When you say these things to German politicians, they become confused. And some of them at least say, you know, we know many of the things that you're saying. There's violations here of law.
violations of human rights, but we can't talk about it. Because if we say something about it, that is political suicide, to talk against the Israeli government. Deutsche Politiker sind im Allgemeinen recht verwirrt, wenn man ihnen diese Frage stellt. Und manche geben dann zur Antwort, ja, wir wissen eigentlich die meisten Dinge, die du hier erzählst. Wir wissen, dass deutsches Recht und Menschenrecht, internationales Recht verletzt wird. Aber wenn wir das so öffentlich sagen, dann ist das politischer Selbstmord. Why? Because if we say this, somebody will say, we are anti-Semites. Warum? Weil dann irgendjemand sagen wird, wir sind Antisemiten. This to me is strange. That saying, violations of international law, of human rights, is being called anti-Semitic. Mich befremdet das sehr, wenn man die Verletzung vom internationalen Recht antisemitisch nennt. In fact, it seems like a very cynical political tool to protect trade, military, I don't know what other interests, using this magic word of antisemitism, which shuts everybody up. Ich finde das ein sehr merkwürdiges politisches Werkzeug, dass man immer mit diesem Vorwurf des Antisemitismus kommt. I told those politicians, as I'm telling you, I am not here representing the Palestinian people. I am here representing myself as an Israeli Jew, and my family, my friends. We are all trapped in a terrible cycle of violence. And if you feel responsible towards us and you want to help us, really what we need at this point is not more weapons. Thank God we have enough. Was ich den Politikern dann gesagt habe, ist, dass ich nicht hier als Vertreter der Palästinenser da bin, sondern dass ich hier mich vertrete, mich als israelischer Jude und meine Familie und meine Freunde, und dass ich nur sagen kann, um diesen Kreislauf zu verlassen, diese Falle der Gewalt, brauchen wir nur eins eigentlich, und zwar weniger oder gar keine Waffen. Strange thing that happens when I come to Europe is some people ask me, the people you are going to talk to, are they pro-Israeli or pro-Palestinian? Eine andere Sache, die mich befremdet hat, als ich hierher gekommen bin, war, dass mich Leute gefragt haben, die Leute, die du dann in Deutschland triffst, sind die für die Palästinenser oder für die Israelis? And I have tried to understand what that question means. Und ich habe versucht zu verstehen, was diese Frage bedeutet. And what I understand is this. Pro-Palestinian means you support the fantasy of some Palestinians to wake up one day and see all the Israelis are gone. And pro-Israeli means you support the fantasy of some Israelis to wake up one morning and see all the Palestinians are gone. Ich habe die Frage so verstanden, dass es da um zwei Fantasien geht. Also pro-Palästinenser zu sein bedeutet dann die Fantasie zu haben, eines Tages aufzuwachen und alle Israelis sind weg. Und pro-Israelis zu sein bedeutet, irgendwann aufzuwachen und festzustellen, dass alle Palästinenser weg sind. Actually, in this country, Israel, Palestine, is living today about 5.5 million Jews and about 5 million Palestinians. And most of them are not about to leave. So, what we need is some solution that will allow them all to live together. And that solution cannot be more weapons, more checkpoints, more military government, more separation. In fact, the two camps that we have now are not pro-Israeli and pro-Palestinian. They're pro-continued, escalating cycle of violence, or pro-a sustainable solution that allows all these people to live together.
Hier in dem Land leben ca. 5,5 Millionen Juden und 5 Millionen Palästinenser und die meisten von denen haben eigentlich nicht vor, in nächster Zeit das Land zu verlassen. Und deshalb geht es hier um eine Lösung, wo man zusammen leben kann, die eben nicht darin besteht, dass man weiter Checkpoints ausbaut oder Gebiete unter Militärverwaltung stellt oder solche Sachen macht, sondern den Menschen das tatsächlich ermöglicht, dort zusammen zu leben. And Germany at this point is on the side of continued violence, very clearly, by supporting a siege, by sending more weapons, by ignoring the huge violence and violation of human rights that is systematically continuing and funding the participants of that. Germany is very much now on the side of supporting continued violence. Und Deutschland ist ganz eindeutig auf der Seite, die weiter an dieser Gewaltschraube dreht und mitverantwortlich dafür, dass es halt diese Belagerung gibt, diese Checkpoints, eigentlich diese Gewaltspirale. Da ist Deutschland für ganz eindeutig mitverantwortlich.